Herzlich willkommen allerseits. Wir sind hier bei meinem nächsten Video auf meinem Channel Gulliver Terminans Portrait bei Ernst Kreusel. Mein Name ist Ernst Kreusel und wir sind mitten im Projekt der Paralympics. In 70 Tagen werden die Wettbewerbe eröffnet. Bis dahin werde ich euch jetzt noch die restlichen Mannschaften vorstellen, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Und eigentlich habe ich auch angeplant, euch meine Tipps näher zu bringen, die ich für die Wettbewerbe erstellt habe. Und wenn danach noch Zeit bleiben sollte, dann werde ich euch auch noch Sachen aus vergangenen Paralympics wieder erzählen, die dort passiert sind. Ich werde euch jetzt die nächste Mannschaft vorstellen. Wir bewegen uns noch in der Frauendivision. Und ich komme jetzt zu dem Land China. Heute spreche ich über China. Die Paralympics-Geschichte von China begann 2008. Bei China muss man ja generell jetzt mal komplett auf das Land gesehen sagen, dass sie bei Olympischen Spielen und Paralympics das Land sind, das ganz oben im Medaillenspiegel steht. Und die Geschichte der Gulliver-Frauen-Nationalmannschaft von China begann 2008 in Peking. Da hatten sie die Silbermedaille geholt, hatten im Halbfinale ein sehr enges Spiel gegen Schweden, wo sie in die Overtime mussten. Da stand es nach regulärer Spielzeit 1:1. In der Overtime fiel auch keine Entscheidung. Somit ging es in die Extra-Throws, wo China am Ende 3:2 gewinnen konnte. Im Finale war es genauso spannend gegen die USA. Da ging es hin und her zwischen den beiden Mannschaften. Fünfmal hat die Führung gewechselt. Am Ende war es dann die USA, die die Entscheidung herbeiführen konnte. Um ganz genau zu sein, war das Asia Miller diejenige, die die Entscheidung herbeiführte von der USA. Sie erzielte nämlich das entscheidende Tor zum 6:5, als noch 49,6 Sekunden auf der Uhr standen, um genau zu sein. Ihr könnt euch auch das Video von den Paralympics 2008, von dem Finale, da gibt es Ausschnitte, also ihr könnt euch nicht das ganze Spiel anschauen, aber ihr könnt euch auch Ausschnitte auf YouTube ansehen. Ich werde euch in der Beschreibung dann den Link da reinpacken. Und falls ihr interessiert seid, schaut euch das gerne an. Da werdet ihr dann auch sehen, dass ich jetzt von der Zeit euch nichts Falsches erzählt habe, weil das Scoreboard wird eingeblendet, als das entscheidende Tor dann geworfen wurde. Daher musste sich China dann mit Silber begnügen. 2012 in London, da war es genauso. Da waren sie auch bis ins Finale gekommen und hatten da auch sehr eng 0:1 gegen Japan verloren. 2016 haben sie wieder im Paralympics-Finale gestanden und ihr werdet euch jetzt schon denken können, was jetzt kommt. Auch das haben sie wieder verloren, diesmal aber etwas deutlicher, diesmal nicht so knapp, und zwar 1:4 gegen die Türkei. Bedeutet, sie haben dreimal in Folge die Silbermedaille geholt. Das erinnert ein bisschen an Bayer Leverkusen im Jahr 2002, denen es genauso ging. Sie hatten ja damals sowohl Bundesliga, DFB-Pokal, als auch Champions League die Silbermedaille gewonnen, also immer nur Zweiter geworden. Genauso ging es auch dem FC Bayern 2012. So ging es jetzt der Nationalmannschaft von China bei den Paralympics. Dreimal in Folge nur Zweiter gewesen. Bei der Weltmeisterschaft, da waren sie 2014 in der Gruppenphase als Gruppensieger in die Viertelfinals gegangen und hatten da, wie ich letztes Mal schon erwähnt hatte, als ich über Russland gesprochen hatte, gegen Russland verloren, 1:4.
bei der Weltmeisterschaft 2018, da sind sie gar nicht ins Viertelfinale gekommen. Da waren sie nur Sechster in der Vorrunde und da nur die ersten vier der Vorrunde weiterkommen ins Viertelfinale jeder Gruppe, ist es dann China nicht gelungen. Bei den World Games, dem Qualifikationsturnier für die Paralympics, haben sie zweimal teilgenommen, 2015 und 2019. 2015 in Seoul in Südkorea. Da waren sie auch wieder Zweiter. Ja, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so gewesen. Da auch 1:4 im Finale gegen Israel verloren. 2019 dann waren sie mal nicht Zweiter. Da haben sie die Goldmedaille dann geholt. Im Finale 5:3 gegen die USA gewonnen und haben da einen Titel geholt. Waren damals dadurch für Tokio qualifiziert, gehen aber jetzt nicht offiziell als Sieger der World Games in die Paralympics, weil sie bei der Asienmeisterschaft 2019 zwar nur Zweiter gewesen sind, da gegen Japan im Finale verloren hatten, Japan aber bereits als Gastgeber bei den Paralympics dabei ist und somit China dann als Asienmeister offiziell für die Paralympics sich qualifiziert hat. Bei den Asienmeisterschaften, da war es so, dass sie 2013 in Jiangsu in China die Goldmedaille geholt hatten, mal mit einem 3:0-Sieg am Ende gegen Japan in den Extra-Throws. 2015 haben sie im Finale gegen Japan verloren. 2017 in Bangkok wieder das Finale verloren, 2:6 gegen Japan. Und 2019, wie ich ja gerade eben schon sagte, haben sie wieder verloren, 1:2 gegen Japan im Finale. Um jetzt über die Qualität von China zu sprechen. Jetzt klingen sie natürlich wie der ewige Zweite bei dem, was ich jetzt vorgetragen habe. Man muss sie aber auch als absolute Spitzenmannschaft im Weltgeschehen der Frauendivision des Goalballs einordnen. Weil das ist auch eine Qualität, erstmal Zweiter zu werden. Natürlich ärgert das extrem. Und China wird das bestimmt auch nicht schön finden, dass sie ständig die Finals verlieren. Man muss aber auch erstmal in das Finale kommen. Das muss man auch ganz klar anerkennen. Das ist auch nicht einfach, ins Finale zu kommen und das auch ständig. Gut, in Asien, bei der Asienmeisterschaft vielleicht jetzt nicht so sehr wie jetzt zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft, weil in Asien, wie ich auch schon sagte, als ich über Japan gesprochen habe, ist es eher ein Zweikampf zwischen China und Japan in der Frauendivision. Aber auch bei Weltmeisterschaften und Paralympics, gut, bei Weltmeisterschaften sind sie jetzt noch nicht in die Medaillenränge gekommen, aber bei den Paralympics, wie ich ja schon sagte, dreimal in Folge Silber gewonnen. Von daher, das ist auch eine Mannschaft, mit der man jetzt in Tokio rechnen muss. Wie sie jetzt genau in welcher Konstellation meiner Meinung nach abschneiden werden, das kommt in dem Video, wo es dann speziell um das alles geht. Das verrate ich euch jetzt noch nicht. Aber ich kann euch sagen, um jetzt mal zu sprechen, wie ich qualitativ China einordne, da sage ich wirklich, China ist eine Weltklasse-Mannschaft. Sie gehören zur Weltspitze dazu. Und man muss mit ihnen rechnen bei den Paralympics. Ja, das war's schon wieder. Das war die nächste Mannschaft, die ich euch vorgestellt habe. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder mit der nächsten Mannschaft. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben,
Kommentiert auch gerne, wenn ihr wollt. Und ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit einem bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.